Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren kleinen Kurz angespielt. Ich bin Melrian und zeige euch heute Russian Subway Dogs, meine lieben Comrades. Ein Spiel über Hunde und deren Gefährten in der russischen U-Bahn, in der U-Bahn von Moskau. Darunter kann man sich jetzt erstmal nichts vorstellen, konnte ich ehrlich gesagt auch nicht. Aber eins kann ich soweit schon mal sagen, es ist leicht zu handeln, aber schwer zu mastern. Also ist ein wunderbares Spiel. Kurzes Instruktionsgedönse, können wir ja mal reinschauen. Also, du hast immer Hunger, das Game endet, wenn deine Ausdauer auf Null fällt. Bälle Leute an, also Leute auf der U-Bahn, damit sie ihr Essen fallen lassen. Holst dir mitten im Flug und nicht erst, wenn es auf dem Boden ist, dann gibt es mehr Punkte. Wodka ist hochexplosiv, pass auf. Du kannst Wodkaflaschen in der Luft anbellen, damit sie von dir abprallen und mehr Punkte geben. Koche Essen mit Explosionen, Hashtag Wodkaflasche, damit sie noch mehr Nährwert haben und noch mehr Punkte bringen. Und jedes Mal bellen mindert deine Ausdauer. So viel dazu. Also, machen wir mal ein kurzes Endless Game, was ich irgendwann abbrechen werde. Also, play Endless. Ja, was ihr seht, links unten ist übrigens eine Online-Highscore-Liste. Also man kompetiert, zumindest über Steam, mit Leuten auf der ganzen Welt. All-Time, Weekly und so weiter und so fort. Ihr seht ja selbst. Ansonsten rechts unten kann man sich einen Charakter auswählen. Am Anfang hat man nur den Russian Dog. Später im Spiel kann man sich noch den einen oder anderen Charakter hinzuschalten, freischalten, indem man Achievements erledigt und Knochen sammelt und so weiter und so fort. Wir nehmen den Russian Dog und spielen auf Komsomolskaja. So. Also, das bin ich, klar. Keep yourself fat to survive. Und wir können die Leute von hinten anbellen und dann das Essen klauen. Soweit die Theorie. Also man kann nicht nach links und nach rechts. Die Map ist auf das, was man sieht, begrenzt. Aber muss man auch gar nicht. So, da seht ihr gerade andere Hunde auftauchen. Ja, es gibt also quasi auch Feinde, die tun mir nichts, aber die fressen mir das Essen weg. Und alles, was die essen, wird meinen Punktestand nicht mehr zugerechnet. Aua. Aber kein Problem. Gegnerische Hunde lassen sich wunderbar mit Wodka-Explosion ins Nirvana schießen. Unten werden immer mal wieder so ein paar Missionen eingezeigt, wie jetzt zum Beispiel. Töten Sie einen Dobermann und kriegen Sie 500 Punkte dafür. Ja, habe ich gemacht. Hat geklappt. Eliminate. Eliminate Dobermann. Also, wie gesagt, das Ganze sieht jetzt aus der nächsten Nähe gar nicht so kompliziert aus. Aber es hat einen ganz komischen, fesselnden Charakter, wenn ich das so sagen darf. Also irgendwie, man kommt schwierig davon weg, wenn man erstmal angefangen hat. Es ist halt so ein typisches, Es ist so ein typisches Highscore-Spielchen. Das heißt, wenn man natürlich irgendwie eine gewisse Highscore erreicht hat, will man die natürlich selbst schlagen. Wie sich das gehört. Und man ist quasi selbst sein eigener Feind, sein eigener Antrieb. So, ich habe jetzt irgendwie heiße Soße eingesammelt, was mich dazu verleitet, Feuer spucken zu können. Was einem nicht alles so passiert in der Moskauer U-Bahn. Ah, ich darf nicht mehr. Okay. Das ist meins. Ja. Also die, ganz interessant, gibt verschiedene Gegnertypen. Der Pudel zum Beispiel, der kann halt springen, kann das Zeug auch aus der Luft sammeln, so wie ich. Und So, erstmal den Hund, den Bär angebellt, damit er mir nicht auf den Keks geht, unnötigerweise. Also, jetzt sieht man gerade, dass ich hier so ein bisschen was hochdroppe die ganze Zeit. Dadurch geht ein Multiplikator hoch und der Bär hat mir mein Zeug weggegessen. Und jetzt habe ich Schokolade gegessen. Das war ein extrem blödes Unterfangen. Gibt zwar viele Punkte, sorgt aber auch dafür, dass man extrem schnell stirbt. Und ich glaube, diese Runde wird nicht mehr so lange dauern. Komm her, du.
War das knapp, war das knapp. Hey! Ich hatte irgendeine Mission. Das ist immer so ein bisschen so ein kleines, ein kleiner Wehmutstropfen. Ich krieg's vor lauter Gameplay nicht geschissen, zu gucken, was ich machen muss. Oh nein. So, und ich glaube, jetzt wäre auch der richtige Zeitpunkt, um das Ganze mal ein bisschen zu verkürzen. Weil ich jetzt nicht, na, jetzt nicht genau weiß, wie lange dieser Endlos-Modus, ich meine, Endlos-Modus ist klar, der dauert relativ lange. Soll jetzt aber auch nicht allumfänglich hier dargestellt werden. Man will ja auch selbst noch was erleben. Hier ist ein bisschen Schokolade, die soll ganz gesund sein, habe ich gelesen. So, das zum Thema Endlos-Modus. Schauen wir den Elchen noch zu, wie sie alles kaputt rennen und dann selbst sterben. Okay, sehr gut. Oh, ich krieg sogar immer noch auf den Sack, obwohl ich schon da liege und K.O. bin. Ach du lieber Gott, schaut's euch an. Meine Leiche fliegt durch die Gegend. So, das zum Thema Endlosspiel. Das ist aber natürlich nicht jeden, der ganze Modus oder nicht alles, was es hier gibt. Es gibt natürlich auch, wie erwähnt, noch einen Kampagnenmodus. Da sieht man sich dann mit einer Karte der Moskauer Metro konfrontiert. Und mit jedem neuen Level, den man hat, unten links sieht man es, gibt es verschiedene, also erstmal eine Mindestzahl, eine Mindestpunktzahl, die man erreichen muss, um weiterzukommen. Und dazu noch weitere Mini-Ziele, also was man quasi Achievements, Herausforderungen, die man bewältigen muss. Hier zum Beispiel ein Shawarma essen, der mindestens 400 Punkte wert ist. Also das erreicht man durch Modifikationen und sowas. Das probieren wir nochmal und dann würde ich sagen, ist dieses kurz angespielt auch fast schon wieder zu Ende. Ach, scheiße. Je länger man es schafft, dass Dinge in der Luft bleiben und man sie in der Luft isst, desto besser wird der Multiplikator. Man hat so eine Art R-Kombo. Oben links taucht das immer auf, kurz. Und ja, wie gesagt, je länger man das schafft, desto mehr Punkte gibt es. Du lieber Gott. Blöder Hund. Aber das mit dem R funktioniert bei mir immer nicht so super. Eher so semi. Was sehr schade ist, denn das ist ein Hauptbestandteil des Spiels. Naja, das war's. So sieht ein Levelende aus. Rank D ist natürlich grottig. Aber wie es ist, immer ist, unter mit passiven Zuschauern kann ich natürlich auch nicht recht spielen. Ja. Okay, und sehr viel mehr gibt es zu dem Spiel eigentlich nicht zu sagen. Wie gesagt, diverse Missionen, freischaltbare Charaktere. Ich gucke gerade nochmal auf meine grandiose Liste. Also, gehen wir nochmal die Basics durch. Ein paar Eckpunkte zu diesem wunderschönen Spiel. Ich würde gerne zurück ins Hauptmenü. Genau, da will ich hin. Da ist die Musik am schönsten. Also, im August 2018 veröffentlicht. Mit Gamepad-Unterstützung, als wäre es dafür gemacht worden. Ich spiele hier im Moment mit einem Xbox 360-Controller. Tastatur und Maus-Eingabe wahrscheinlich ähnlich innovativ. Aber, wie gesagt, dieses Spiel mit Gamepad wirklich gar nicht so schlecht. Ist ideal für zwischendurch, auch so ein Endless-Spiel ist relativ schnell gemacht und die Level dauern jeweils maximal etwas mehr als eine Minute. Von daher idealer Pausenfüller, wenn man denn irgendwo ist, wo man Zugriff auf seine Spiele hat in der Pause. Und was haben wir denn noch so? Der Soundtrack ist richtig, richtig gut. Von Matt Chapman oder so ähnlich ist der gemacht, der auch schon bei anderen Spielen da unterstützt hat. Also richtig cool. Hat gut geklappt, ja, und wie erwähnt, es gibt weitere freischaltbare Mitglieder für das Rudel, teilweise aus anderen Spielen, aber auch teilweise aus dem Internet, also so Meme-Dogs und sowas, ja, hat man alles schon mal irgendwo gesehen. Interessant wird es nämlich erst jetzt, das Ganze gibt es aktuell, heute ist der 10. März 2019, für 12,49 € auf Steam, für 12,49 € im Humble Bundle Store, leider Gottes noch nicht auf GOG. Und für $14.99 auf itch.io. Jeweils leider nicht DRM-frei, sondern bislang nur als Steam-Key verfügbar. DRM-frei ist aber in Planung, soll noch kommen. Und ich glaube, damit hätten wir erstmal alles abgefrühstückt. Also, ihr habt gesehen, Russian Subway Dogs in Version 1.3.0.4. Und wenn ihr mir oder der Community von Holase etwas dazu sagen wollt, dann tut das hier unter diesem Video oder am besten auf holase-linuxgaming.de, denn dort gibt es auch wunderschöne Kommentarfunktionen. Und ja, einfach mal benutzen, einfach mal dabei sein. Und das soll es gewesen sein. Wenn euch dieses Spiel gefallen hat, gebt den Entwicklern Spooky Studios
mit einem großen Fragezeichen. Ach komm, dafür gibt's noch einen Credits-Screen. Thank you for playing. Spooky Squid Games inclusive, genau. Gebt denen ein paar Euro, die freuen sich sicherlich. Und wenn man ganz ehrlich ist, so schlecht ist es eigentlich. Ganz im Gegenteil. Es macht eigentlich wirklich Späßchen. Spaßchen. Achso, und ganz, ganz wichtig, bevor es heißt, es wird unterschlagen, dieses Spiel haben wir freundlicherweise zur Verfügung gestellt bekommen. Also wir mussten dafür nicht bezahlen. Das Ganze ging aufs Haus. Das kam per E-Mail. So, jetzt haben wir aber, glaube ich, wirklich alles abgefrühstückt. Also, bis denn dann. Macht das gut, haut da rein. Und tschüss, bis zum nächsten Mal.